In diesem Level werden wir einen weißen Edelstein plus einen lila Edelstein plus ein lila Kristall einsammeln. Also drei Sachen in einem Level, in einem Durchlauf. Wir werden hier auch einen Todesweg benutzen. Einmal sterben. Das ist notwendig. Wirst du dann ja gleich sehen. Von der Levellänge ist schon, sagen wir mal, lang, würde ich sagen. Im Gegensatz zu den anderen Levels von der Länge. Also es ist dann deutlich länger als die alten Levels. Aber es geht noch. So, die vier Kisten, dann kurz warten, bis der Teppich herunterkommt, dann springst du hoch, snackst dir das Bonus-Level. Wir haben jetzt schon 61 Leben, also sehr, sehr viel. So, hier Doppelsprung nach oben. Bauchklatscher, alle Kisten kaputt machen, dann geht's nach rechts, dann eine Kiste zerschlagen und dann kannst du hoch. Machst du kaputt mit dem Bauchklatscher. Rechts weiter, die restlichen Kisten entweder kaputt schlagen oder zerhüpfen, damit du Äpfel bekommst. Wir sparen uns das hier, weil ja, wir haben 62 Leben. 62 Leben. Also wir haben jetzt keinen Lebenmangel. So, dann sammeln wir hier den lila Kristall ein. Schubsen den Affen hier weg. Dann geht's nach vorne und hier ist der Todesweg. Zum Todesweg. Alle, die Crash 2 gezockt haben, kennen, wie das funktioniert. Die, die es nicht kennen, die Erklärung. Todeswege sind im Endeffekt, die kannst du benutzen. Oder die kannst du nur benutzen, wenn du bis zu dieser Plattform nicht gestorben bist. Das heißt, du bist gezwungen, bis zu dieser Plattform zu kommen, ohne zu sterben. Wenn du bis zu dieser Plattform kommst und davor einmal gestorben bist, dann ist sie unsichtbar und du kannst sie nicht benutzen. Das heißt, ja, du darfst nicht sterben. In Crash 2 gab es das ja. Dann solltest du das kennen. So, jetzt sammeln wir den lila Edelstein ein gleich. Der kommt gleich. Und danach den Ausgang nicht betätigen, also nicht rausgehen aus dem Level. Weil man könnte jetzt hier rausgehen, aber uns fehlt ja noch der weiße Edelstein. Das heißt, wir bringen uns einmal um, spawnen beim alten Kontrollpunkt, also quasi vor dem Todesweg. Und jetzt gehen wir den anderen Weg, springen hier nach oben, machen die restlichen Kisten kaputt und sammeln den weißen Edelstein ein. Damit sparen wir uns einen weiteren Durchgang, sagen wir es mal so. Also wir sammeln ja in einem alle drei. Man hätte jetzt zum Beispiel bei dem lilanen Edelstein rausgehen können aus dem Level und dann aber nochmal spielen müssen, um den weißen zu holen. Wir sparen uns das, machen das mit Köpfchen, also ein bisschen schlauer und sammeln alles in einem Durchgang. Dadurch sparen wir uns einen zweiten. Genau. Ja, Level hast du fast geschafft. Gleich bist du am Ende. Noch vier Kisten. So, die restlichen zwei. Hast alle Kisten kaputt gemacht. Jetzt noch komplett nach rechts. Und dann, ja, sammelst du den weißen Edelstein ein. Und das ist Level geschafft. Und hast somit 16 Levels schon absolviert. Jetzt fehlen nur noch 14 Stück. Und dann haben wir den ersten Durchgang. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich wünsche dir viel Erfolg. Bleib dran und gib niemals auf.